Finde heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Ja, wenn du das sagst. Ja gut, okay, das Tor hat uns ja jetzt nicht so viel. Ach, jetzt haben wir da wieder diese Augen. Überall, wo wir dann hin müssen. Okay. Na dann. Dann gucken wir mal. Haben wir das auf der Übersichtskarte auch, wo die Augen sind? Ja, oh. Ah, die sind also... Aha. Okay. Moment. Ja. Weil... Wo ist er denn? Ist nicht hier. Okay, da auf dem Mittelding, wo wir eben waren. Hier vorne. Hier war doch der Beppo. Ist der jetzt weg? Hallo? Scheint so. Ja, ja. Okay. Was ist da hinten? Jetzt würde ich gern zoomen können. Ah, das Orange ist jetzt auch noch mal leicht verändert. Da kommt man jetzt bestimmt irgendwie, kommt man da jetzt hin. Und was ist das Blaue da? Auf jeden Fall ist der Beppo nicht mehr da. Ach, guck mal. Das ist bestimmt da, wo ich gesagt habe, hier kann man runterfallen. Und hat dann Begrüßung. Da wäre also eins von den Augen. Das Wasserfall. Ah, unser Eingang ist verschlossen, das war klar. Ja, na gut, dann springen wir doch da mal runter. Und gucken, was uns da erwartet. Jetzt habe ich kurz den Schreck gekriegt wegen dieser Wolke da. So, Hoppi. Hopp. War das hier mit dem? Da hinten ist eine Kiste. Ja, das ist wahrscheinlich die, die wir eh schon gesehen haben. Na gut, dann mal hinein. Okay, wir haben also wieder so Arenen. War ja mehr oder weniger vorauszusehen. Mal gucken, was jetzt kommt. Verteidiger, halten Sie mindestens einen untoten Soldat für die vorgegebene Zeit lebendig. Seelen werden für jeden Untoten, der überlebt, als Belohnung ausgegeben. Was? Halten Sie mindestens einen untoten Soldaten für die vorgegebene Zeit lebendig. Seelen werden für die Untoten, der überlebt... Ich soll also einfach nur, ohne jemanden zu töten, möglichst selber nicht sterben. Verstehe ich das richtig? So, nee, ah, da kommen noch Gegner. Ah. Das sind also Beppos, die ich schützen soll. Okay. Okay, und zack. Die ist da gerade so praktisch, die schauen wir direkt auch mal um. Die sowieso. Und die auch noch. Und dann gucken wir mal, was jetzt da hinter mir abgeht. Da scheinen noch einige zu erleben. Das ist gut.
Ne? Aber es sind auch noch 4 Minuten. Ne? Sehe ich jetzt. Ich habe noch gar nicht auf die Zeit geguckt bisher. Da kommen doch bestimmt noch Überraschungen. Ne? Da ist die erste Überraschung. Oh! Hau mir in den Rücken, du! Das gibt's ja wohl nicht. Oh. Da haut der mir schon wieder in den Rücken. Erstmal der Kleinvieh weg. Ich meine, solange ihr euch mit mir beschäftigt und nicht mit den anderen da, ist das eigentlich auch okay. Autsch. Okay. Ich gehe da mal und hau dem aufs Maul. Und tschüss. Achso, der war nicht. Der. Oh. Einer ist tot, verdammt. Okay. Wo sind die Großen hin? Sind die Großen weg? Die Großen sind weg. Okay, na dann. Ach, da kommt. Ach, guck mal, was da kommt. Hallo. Hoch. Oh. Nein. Nein. Erstmal den weg. Und tschö. Alter, scheiße, ich wollte eigentlich wegwischen. Okay, machen wir die mal. So. Aha. Ja, gefällt ihm nicht. Wird mir auch nicht gefallen. Da ist ja noch so einer. Ah, okay. Autsch. Also jetzt habe ich aber die Faxen dicke hier. So. Kleinvieh. Oh. Ja, er hält nicht lange an, die Chaosgestalt, muss man leider sagen. Aber ich behaupte mal, es war gar nicht mal so schlecht. Es sind ja nur noch 14 Sekunden jetzt. Wenn da jetzt nicht noch was Dickes hinterherkommt, denke ich mal, sieht das sogar ganz gut aus. Aua. War da einer dazwischen? Tatsächlich. Habe ich nicht wahrgenommen. Okay. 2 haben überlebt. Ausgezeichnet. Ja, wenn du das sagst. Geh mal aus dem Weg. Ja. Hä? Konnte ich da nicht? Achso, ich muss draufhauen. Nee. Ah, doch, ich muss doch draufhauen. Na gut. Und hier noch. Yeah, Baby. Und wieder raus. Hatte ich mir jetzt einen Hauch schlimmer vorgestellt. Aber okay. Ich meine, wir haben ja noch drei Stück vor mir jetzt, ne? Da wir gerade hier unten sind, da ist die Barriere. Wo war das?
Kann ich mal da raus? Nein, ich wollte nicht runter. Nein, hier nicht. Hallo, hoch da. So, hier. Hier, oder? Oder? Jawohl. Warum hänge ich hier an der Treppe fest? Das war mir vorhin auch passiert. Da. Man weiß es nicht. Und go! Kriegszorn. Generieren Sie Chaos, indem Sie Feinde verletzen. Eine gefüllte Chaos-Anzeige schaltet die Chaosgestalt frei. Halten Sie LB und RT, um die Chaosgestalt anzunehmen. Ach so, ich muss also verletzen, um diese Anzeige anzufüllen. Okay. Töten Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 30 Feinde mit der Dekunst. Was? Destruktiven. Oh wei, wie komme ich denn auf Dekunst? Ist egal. Destruktiven Kraft von Kriegschaosgestalt. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden als Bonus Seelen gut geschrieben. Okay. Na gut. Da die Chaosgestalt nicht sehr lange anhält, könnte das aber interessant werden. So, ich dachte, ja. Nee. Okay. Hallo. Alter. So. Okay, das war wahrscheinlich viel zu früh. Hoch? Ach, beim Verwandeln tötet der auch schon. Okay. Ah, das war zu früh, aber na gut, ich hoffe ja mal, dass wir genug Dingsbums aufbauen, um uns nochmal verwandeln zu können. Innerhalb der nächsten 4 Minuten. Also mehr als nur einmal, würde ich sagen. Was bist du eigentlich für ein Vieh? Hoch? Au! Was ist das? Okay. Ah, ich dürfte mich schon wieder verwandeln. Gibt es Nachschub von euch? Ja, es gibt Nachschub. Oh, das war aber extrem kurz. Warum war das so sehr kurz? Ha. Was immer du vorhattest, das ging daneben. So. Mal da weg. Okay, ich darf mich wieder verwandeln. Spawnt man noch welche? Spawnt man noch welche? Nein, wollt nicht? Wollt nicht? Okay, dann muss ich mit dem Paar vorlieb nehmen. Ah, da kommt aber noch ordentlich nach. Das ist doch in Ordnung. 22. Okay. Oh, Alter, was ist das? Ach du Scheiße. Ja. Moment mal. Bams. Autsch.
So. Hier mal auf die Nuss. Und zack. Alter, der packt aber einiges da, der. Oh, verdammt. Naja, gut, immerhin haben wir einen von den dicken weg. Ja, wo ist der zweite? Ja, sind beide weg, okay. So. Yes. Aber ich glaube, das war sehr knapp. Kann das sein? Ich glaube, es war sehr knapp. Ausgezeichnet. Ach, wie immer, wenn du das sagst.